Die volle Dirndlgaude gab es beim ersten internationalen Kästle-Skitag in Lech. Erster Dirndl-Skitag? Bei diesem ausgefallenen Skitag am Arlberg trafen sich an die 100 Damen und diese kamen zum Teil von weit her angereist. Woher kommt ihr? Also wir zwei kommen aus München, meine Schwester kommt aus dem Schwarzwald und da haben wir gerade eine neue Freundin aus Bludenz gefunden. Aus Hamburg. Aus Hamburg? Aber jetzt? Wie kommst du hier hin? Mit dem Auto. Aber wie bist du überhaupt zu diesem Event gekommen? Ich studiere in Tübingen und mache gerade ein Praktikum in Münsterling und habe es über Facebook entdeckt. Und was hat dich angesprochen? Ja, also alles. Einfach das Event, halt was ganz Besonderes zu erleben mit meiner Freundin und noch meinem anderen Freund, der ist gerade noch nicht hier, da besucht gerade noch einen Parkplatz. Einen tollen Skitag zu erleben einfach. Und bist du vorher schon mal im Dirndl-Ski gefahren? Nee, noch nie. Es wird ein Abenteuer. Wir machen heute ein Experiment und fahren mit Dirndl-Ski. Und ja, und es ist auch die perfekte Location. Alberg ist so toll und auch Lech ist so schön. Und ich habe hier auch Skifahren gelernt. Und irgendwie ist es doch, ich glaube, wir werden uns immer dran erinnern. Wir sind Medizinstudenten aus Tübingen und genau, sind jetzt extra heute halt gekommen. Genau. Sehr schön. Hoffentlich müssen wir niemanden verarzten. Und was erwartet ihr euch heute? Spaß. Man holte die Dirndl aus den Schränken, machte sich kunstvolle Flechtfrisuren und tauschte für einmal High Heels gegen Skischuhe. Mit Wasserhartfunder. Pink, schwarz, moll. Und Mensch, ist es warm, ne? Das ist das. Ja, von mir. Ich denke, der passt gut dazu zum Dirndl, der Pyjama. Also bist du gerade aus dem Bett vom Pyjama ins Dirndl? Genau so, ja. Noch ein bisschen strählen und dann ist schon losgegangen. Nicht viel machen. Was erwartest du jetzt so vom Dirndl-Skitag? Dass es ein super toller Tag wird mit vielen lustigen, tollen Leuten und dass wir gehörig anfahren und Gas geben. Aber wie kam es zu dieser Idee? Das fragten wir den selbsternannten Platzhirschen, den Geschäftsführer von Kästle, Bernd Knünz. Wir haben was gesucht, das zu unserem Rückkehren zu Hohenems passt. Und der Dirndl-Skitag ist so ein lockeres, lässiges Event, wo die Tradition gefeiert wird, Dirndl-Tradition. Und Kästle hatte lange Tradition in Vorarlberg, darum hat es sehr gut zusammengepasst. Wir haben 2007 wieder neu am Markt angefangen. Wir sind kontinuierlich in kleinen Schritten gestiegen oder gewachsen. Und jetzt werden wir dort an der Stelle weitermachen. Und was wäre heute ein gutes Ergebnis für euch? Wir haben schon das beste Ergebnis, das wir uns wünschen. Es sind schon lässige Leute da. Heute werden wir eine gescheite Party feiern und dann ist grün. Passt alles. Dann ging es endlich mit der Schlägelkopfbahn auf den Berg. Unter den staunenden Blicken der anderen Skigäste folgten die Dirndl dem Platzhirschen und wedelten gekonnt den Hang hinunter. Dirndlröcke flatterten, die Zöpfe flogen in die Lüfte und man hörte da und dort Gekicher und fröhliche Juchzer. So, wie ist es mit dem Dirndl einmal so Aha-Wedler? Richtig fetzig. Ist das ein anderes Gefühl als in der Skihose? Ja, natürlich, da luftet das so am Hund halb wie. Und wie ist das früher so, ne? Nee, gar gut. Guck, abgehärtet, das Alkohol weht, oder? Benzian. Ah, haben wir schon vor? Ja, Job Noah, wer sind wir Scout? Das sind deine Freundinnen und die haben nicht mehr. Genau, alles Arbeitskolleginnen. Jetzt müssen wir weiter. Tschüss! Unten angekommen war man voll des Lobes und begeistert von diesem bunten Treiben und der einzigartigen Stimmung. Perfekt, war echt super. War echt genial. Was ist der Unterschied zum mit der Skihose? Man soll den Unterrock daheim lassen, das ist viel zu eng. Und war es nicht kalt? Haben wir gefroren? Nein, ich habe ja eine gute Pumpernöll an. Ja. Wie zufrieden bist du mit der Dirndl-Skihaserl? Ja, also mein Herz klopft eigentlich fast noch Witze und ich bin voll im Strahlen, weil es war so super. Es hat so super ausgeschaut und die Hand gejuchzert und es war eine wahnsinnige Gaudi. Wie viele sind denn überhaupt gekommen? Wie viele haben sich angemeldet? Ja, also wir haben ja schon wieder Anmeldungen in den ersten 60 Sekunden. Wir haben im Postfach über 100 Mails gehabt und Anmeldungen. Und es hat ja nur 50 Startplätze gegeben, aber heute sind sicher über 60 da, ja. Und woher sind die alle gekommen? Ja, ich glaube, viele haben über die sozialen Netzwerke von uns mitgekriegt. Dort habe ich auch geschaut, also haben wir eine Viertelmillion Reichweite gekriegt, nur über unsere Kanäle. Und es ist eigentlich ja, fast viral gegangen, die ganze Geschichte, ja. Ja, nächstes Jahr sind wir natürlich auch wieder dabei. Was hättest du dir erwarten? Was wäre jetzt ein guter Erfolg für dich? Also ich finde eigentlich, dass es schon ein wahnsinniger Erfolg war für uns. Vielleicht, dass der Wettergott noch ein bisschen mehr mitspielt und die eine andere Sonnenstrahl gibt. Ja, tschuhu ist es. Tschuhu! Und wie ist es für dich jetzt, wenn du siehst, dass so viele junge, hübsche Damen im Dirndl auf den Skiern fahren? Ja, das schaut erstens einmal extrem
gut aus. Macht Spaß zum Zuschauen. Und es schaut so aus, als wenn Ski fahrbar wären. Weil da alle relativ gut das Gewerk haben mit dem ganzen Ziel. Nach ein paar gemeinsamen Abfahrten führte der Einkehrschwung dann gut gelaunt direkt zur Skihütte Schneckerei. Dort gab es dann für alle die wohlverdienten Käsknöpfle und etwas für den Durst.